Ey Merit, warum brechen wir eigentlich in so ein komisches Museum ein und nicht einfach beim Juwelier oder so? Das ist nicht einfach nur ein komisches Museum, das ist die fucking Kunsthalle. Hier gibt's richtig teure, krasse Gemälde und sowas. Oh wow, das wusste ich gar nicht. Auf jeden. Hast du die Dietriche dabei? Klar, habe ich die dabei. Nice. Merit, das war eine richtig nice Idee, hier einzubrechen. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ich war letztens mit meinem Freund hier und ich dachte mir so, jo, was schleppt der mich hier hin? Aber am Ende fand ich es doch voll cool. Ich glaube, ich muss mit meinem Freund auch mal hierher gehen. Ja, ich glaube, das ist nicht so gut, eine gute Idee, nachdem man hier eingebrochen ist. Da hast du recht. Schade. Ja. Merit, hast du den Plan mitgenommen? Junge, ich dachte, du nimmst den Plan mit. Nein, Mann, ich habe die Dietriche doch mitgenommen. Oh. Wir kriegen das schon hin. Ich glaube, das ist nicht so groß hier. Da lang. Wow, ist das schön hier. Leute, ihr lauft in die falsche Richtung. Ihr müsst euch umdrehen. Das ist viel. Auf jeden. Na, ja, schau mal. Das wird wahrscheinlich nur an zwei harten Händen hängen. Ja. Auf jeden. Wie nehmen wir das jetzt am besten mit? Weiß nicht. Einfach abhängen? Weißt du, wie schwer das ist? Das wiegt bestimmt 150 Kilo, das Bild. Boah, hast du mal meine Muckis gesehen, Alter? Gehst du pumpen? Ja, auf jeden. Ich hab da kein Problem mit. Ja, dann. Aber hilf mir trotzdem mal. Scheiße! Echt jetzt? Yeah. Oh mein Gott! Ey, was soll denn der Scheiß? Ach, Scheiße, wir sind erwischt worden. Ja, das war alles für die Katz, ey. Und was jetzt? Aber eigentlich sind diese Bilder auch viel zu schön, um die zu klauen, finde ich. Ja. Sag mal, kannst du nicht einfach mit uns eine Führung hier machen, anstatt die Polizei zu rufen, dass wir in den Knast kommen? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Also, das wäre echt voll cool, weil ich kann mir nichts mehr auf ein Bewährungszeugnis leisten. Nee, ich auch nicht. Puh, okay, ich habe sowieso keinen Bock auf den ganzen Papierkram. Also lass es machen. Wusstet ihr eigentlich, dass 10 Jahre nach dem Bau dieser Kunsthalle hier